Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Space Engineers mit dem Liquid Duck. Grüß dich. Quack, hallo. Irgendjemand hat geschrieben, du sollst nicht dieses Quack machen, das wäre so Kindergarten. Das ist doch mir ist egal, doch, ich bin die Ente. Ich wollte gerade sagen, er ist die Ente und von daher macht er Quack, wie jede Ente. Wie ihr seht, der Frachtcontainer ist fertig. Hier unten ist die Plattform fertig gebaut und wir haben zwei Raumschiffe entfernt. Aufgeräumt, so ein bisschen. Aufgeräumt zumindest. Sozusagen, genau. Jetzt haben wir praktisch nur noch hier links diesen, was ist das hier, dieser, was war das, ein Kriegsschiff und da vorne genau, dieser große Frachter. Ich weiß die Namen leider auch nicht mehr. Jetzt ist mir gerade, fliegt das Ding hier noch, weil ich würde den mal gerne wegparken. Mach ich jetzt mal. Meinst du jetzt die Kleinen von uns hier? Ja, den würde ich mal kurz einmal ins Cockpit, bitte. Wollen wir die beide einfach hier so schön nebeneinander hinstellen, so ordentlich und so? Okay, wir haben, glaube ich, hier die Triebwerke ausgemacht. Nee, small, an. Oh, Energie. Das Ding hat keinen Strom mehr. Ach so. Oder ist hier was aus? Moment. Nee, das kann gut sein, dass wir da auch das Uranium rausgenommen haben einfach. Reaktor klein. Der Reaktor ist aus. Alles klar. Ah, okay. So, und nochmal Y. Nee, ich glaube, wir haben das Uranium rausgenommen. Was machen wir jetzt? Was machen wir mit dem Raumschiff? Eigentlich brauchen wir es ja nicht. Die Raumstation eigentlich ist gebaut. Brauchen wir es nicht, ja. Unsere Medi-Stations haben wir auch. Das spawnen wir jetzt auch jetzt mal, wenn wir neu drauf connecten. Haben aber wir ich würde es gerne wegfliegen. Warte mal. Deiner fliegt noch? Meiner fliegt noch, ja. Vielleicht können wir ja ein bisschen Uranium holen und es dann sozusagen auftanken. Ja, während die Ente hier gerade ein bisschen Uranium holt oder beziehungsweise im Kanister unterwegs ist zur Aral-Tankstelle oder jede andere Tankstelle natürlich auch. Genau. Ja, mit den Solarpanels war ein kleiner Fail. Ne? Also habe ich mich ja vollkommen verrechnet. Die Dinger machen Watt und der Generator macht Megawatt. Das habt ihr auch in aller Ausführlichkeit unter die Kommentare geschrieben, dass ich da irgendwie fehlgeleitet war von wegen, gucken wir jetzt nach den Einpackkünsten der Ente. In Sachen Watt-Megawatt-Umrechnung, da habe ich mich verguckt, das stimmt. Aber das haben wir, glaube ich, in einer letzten Folge ja selber dann auch wieder festgestellt. Ich wollte es noch mit aller Deutlichkeit klar machen. Hier hat sich der Minjas verrechnet. Die Solarpanel sind vielleicht gerade so als Backup da und betreiben das Ganze, wenn keine Raffinerie läuft. Schön machst du das. So, schön, ein bisschen, ne? Vorwärts, vorwärts. Okay, ich war nicht schuld. Oh, beim Einwinken. Ja, genau. Nee, was machen wir in dieser Folge? Wir wollen ein Raumschiff bauen, ne? So. Genau, wir wollten langsam uns mal an so ein Bohrschiff machen. Ich meine, jetzt haben wir viele hier so Schiffe abgefangen und hier ausgebeutet sozusagen. Genau. Im Endeffekt gibt es ja hier so ein paar mehr Materialien, die man braucht. Wir haben jetzt auch ab und zu mal schon gemerkt, dass wir so ans Limit von unserem Gold kommen. Mhm. Und das dann jetzt mal händisch abzufarmen, ist so ein Schiff doch komfortabler. Wir haben auch so ganz irgendwie die Mission so ein bisschen aus dem Auge verloren, da hinten das große Raumschiff zu reparieren, aber das nehmen wir einfach mal so hin und konzentrieren uns heute auf ein Mining-Ship. Du hast Licht an, ich auch, guten Tag, Signale in der Nacht. Miep, miep, SOS. Genau. So, wir haben hier einen riesen Frachtcontainer, das heißt, wir können ja wirklich riesengroße Mengen, ich zeige das vielleicht gerade nochmal, hier passen ja Frachtcontainer groß. Wie sind das insgesamt Volumen? 1,25 Millionen ja, Liter. 1,25 Millionen Liter und wir haben gerade mal 36.000 Liter drin. Also da ist noch ordentlich Platz. Das heißt, wir haben auf jeden Fall genügend Platz für all den anderen Kram. Ein Mining-Ship wollen wir bauen. Genau. Dazu sollten wir erstmal G drücken und sagen, ein kleines Schiff oder soll man ein großes Schiff direkt machen? Oder ist ein großes zu groß? Ich würde jetzt erstmal so ein kleines machen, oder? Okay, dann sage ich jetzt einfach mal hier mitten im Weltraum. Achso, Moment, erstmal gucke ich, ob ich mich richtig positioniere. Vielleicht hier so ein bisschen, wo Platz ist. Hier oben. So, hier. Geh und sage ein neues kleines Schiff. Und ich fange an mit einem Fuß. Echt? Ja. Das heißt, was ist denn das? Dran machen? Nee, weißt du, was interessant ist? Ich kann mit den typischen Tasten, kann ich das nicht praktisch starr in die Richtung, sondern ich kann es in jede erdenkliche Position gerade drehen. Ist das neu? Wie in jede erdenkliche Position? Du weißt ja, dass ich mit Bild auf, Bild ab, einfügen, entfernen. Ich sehe es gerade. Ich habe es jetzt auch einfach mal getestet, dass das bei mir was auch zu sehen ist. Was ist das denn jetzt? Moment. G. Wie kann ich das abbrechen? Ich will 0. Escape. Ich will, Moment mal. Das ist aber jetzt, cool. Jetzt wird es sehr interessant, weil
unsere Solarpanels sind ja gar nicht richtig ausgerichtet. Ich glaube, bei den Blöcken funktioniert es nicht. Ich glaube, nur bei einem Schiff, das im losen Raum startet, ist es neue möglich. Station. Ja, nee, da kann ich nichts positionieren. Wobei ich jetzt gerade irritiert bin. Weil die neue Stationsblöcke anders ausgerichtet sind als unsere. Ja. Und sogar viel besser zur Sonne. Moment, Moment, Escape. Jetzt, Moment mal. Wo kommt die Sonne her? Jetzt also Entschuldigung, dass wir uns hier gerade ablenken lassen von... und ich glaube, die neue Station fängt von der Position an, nicht bestimmt, sondern wie man seinen Körper ausrichtet. Das heißt, wenn ich mich jetzt mal hier auf den Flucht des Schattens stelle, so, und sage G, neue Station, nein. Nee, die ist immer gleich ausgerichtet. Okay, aber alles klar. Ich hatte schon gedacht, Mission einmal umbauen, bitte. Trotzdem verwunderlich, dass jetzt die Station anders ausgerichtet wäre als die, die wir platziert haben. Also die wir gebaut haben. Ja, absolut. Na gut. Das ist schon sehr merkwürdig. Also, das ist. Lass uns da nicht weiter drüber sinnieren. Ich besetze mal den Fuß des Rahmens. Achso, wollen wir hier irgendwo. Wie machen wir das mit dem Fuß? Wollen wir das hier drauf aufbauen, auf unserer Plattform? Könnten wir theoretisch tun, ne? Dann kannst du es auf die Kante setzen, so einen Fuß. Hier vorne vielleicht so direkt festmachen, ja. Hier wo nichts ist. Genau. So auf die Ecke. Dann haben wir auch ein bisschen Licht bei der Montage. Genau. Und dann sage ich ein kleines Schiff. Ah, der Fuß richtet sich, wenn ich den auf die Station aufsetze, richtet er sich aus auf die Plattform der Station. Also wenn ich das hier verdrehe, ich verdrehe das gerade mal, so. Und drücke das jetzt hier auf die Station praktisch platt, dann richtet sich der Fuß, du zeigst es wahrscheinlich auch gerade, an der Station aus. Und dann ist es auch irgendwie gelb markiert, nämlich dass es aufsetzt. Dann würde ich das Ding einfach mal hier so setzen. Keine Ahnung, das ist der vordere Fuß. So, drehen wir es mal nach hinten. Nehmen wir mal an, das ist das vordere. Wir machen drei Füße, würde ich sagen, oder? Ich war mir jetzt eigentlich ganz sicher, ob wir überhaupt einen Fuß brauchen, aber wer können wir machen? Ja, es ist halt irgendwie der Grundstein. Gut, ja, klar, nehmen wir einfach mal den Fuß als... Ich setz, achso, ich kann ihn nicht setzen, weil ich brauche mindestens... Akku des Anzugs ist schwach. Ach du Güte, 16% und ich brauche eine Herstellungskomponente, die ich wahrscheinlich nicht habe. Erstmal wieder Escape. Nach unten. Unsere Energie ist gar nicht aufklammern. Ich heile mich an der Station, das geht ja schneller. Ach, noch zu erwähnen wäre, was ich gerade sehe. Mein Volumen ist nämlich auf 4000 Liter. Das haben wir auch erweitert. Ach, stimmt. Das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Das haben wir beim Containerbau. Genau, wir haben das gemacht, als wir die Sachen aus den anderen Schiffen umgeladen haben in den großen Container rein. Wir haben das Volumen unserer Anzüge erhöht. Genau. Genau. Und einfach aus zeigen, weil wir hier extrem viel zum Umladen hatten. Und es hatte ja keiner Nutzen davon, wenn wir das Ganze, die Strecke 20 Mal fliegen, anstatt nur 5 Mal. Genau, das ist für euch auch langweilig. Deswegen haben wir alles auf Maximum gestellt. Mal 10 nennt sich das. Wir hatten es vorher mal 3, jetzt haben wir es mal 10. Einfach, um hier auch für das Let's Play ein bisschen voranzukommen. Gut. So, ich brauche eine Herstellungskomponente. Soll ich den Fuß setzen oder machen? Ja, mach du. Gerne, gerne. Wenn du soweit bist, setz bitte den Fuß. Ich habe gerade eine geholt. Dann hole ich mir schon mal Stahlplatten in mein Inventar. Das ist direkt hier auf die Ecke, hast du gemeint, ne? Jetzt. 200 Stahlplatten sollten rang, um mit kleinen Klötzchen. Ja, ich habe einfach an die Ecke gesetzt. Man kann das ja, da das Raumschiff ja keine Masse hat, kann es ja ruhig auf der Ecke sitzen. Genau. So. Oh, da ist sogar direkt fest, ja. Sehr schön. Dann müsste das. Okay, Moment. G. Neues kleines Schiff. Jetzt ist das Problem, ich kann die Bauteile gar nicht auswählen. Was für Bauteile meinst du? Wie komme ich an die kleinen... Meinst du, wieso? Oh, das sieht ja, goldig aus. Och, guck mal, ein Würfelchen. So klein und schon ein Würfelchen. Sehr cool. Genau, wie kriege ich das jetzt ausgewählt? Also, wie wähle ich das aus? Einfach Block und setzen. Ja, aber wenn ich jetzt die 6 drücke für den Block, dann habe ich den großen in der Hand. Ja, ja. Du musst aber, wenn du an den Fuß für das kleine Schiff guckst oder hier an so einen Block, dann wird der automatisch klein. Nein. Wenn ich an den mit dem... Nee, das stimmt nicht. Wenn ich jetzt 6 drücke, einfach so. Jetzt habe ich einen großen Würfel in der Hand. Jetzt gucke ich auf den kleinen Block und du hast recht. Okay, Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Ja, wird klein. Hast recht. Es ist nur so irritierend, dass das Ding so groß wird. Wir sollten eine Grundfläche schaffen, oder? Ja, das stimmt wohl. Das heißt, ich... Ah, das ist ja... Schwierig. So.
dass immer der Große aufploppt, dann in dem Moment, wo man wieder die Station anvisiert, ist echt schwierig. So, warte mal, wir sollten ein kleines Gestänge vorne dran und dann sollten wir auch mit dem Bohrkopf eigentlich schon beginnen, oder? Ja. So. Symmetrie, scheiß auf die Symmetrie. So. Und dann gucke ich mal mein Inventar. Du kannst ja vielleicht schon mal ein Cockpit setzen. Wo ist denn der Bohrkopf? Hier, Bohrer. Cockpit, ja, wohin? Ich habe das richtig verstanden, dass der Bohrer automatisch den Kram aufsaugt? Genau, der hat so eine Düse vorne dran, so einen Staubsauger. Also machen wir einen Brockensauger. Einen kleinen Frachtcontainer auch noch, oder? Wollen wir das Ganze eher wie so eine Röhre machen, so eine längliche unter Bohrschiff? So ein bisschen... Ach, der kleine Frachtcontainer. Guck mal. Ich setze mal einen kleinen Frachtcontainer. Kann ich nicht. You need die Herstellungskomponente. Das ist immer schön übersetzt. You need die Herstellungskomponente. weswegen oder, willst du einen kleinen Frachtcontainer da drauf haben? Ich dachte, oder hat der Bohrer Volumen, wo er das Material aufsammelt? Der Bohrer hat auch Volumen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel, aber der Bohrer hat auch Volumen. Ich habe hier einen Bohrer. Mal positioniert. Boom. Das ist ein ganz schöner Bohrer, wa? Das ist ein Teil, ja. So, ich bohre mal hier. Dann brauchen wir noch 8 Herstellungskomponenten, kleine Stahlrohre, große Stahlrohre. Wollen wir das wie so eine Röhre machen, unser Schiff? Also wir müssen ja auf jeden Fall Volumen hinbekommen, das weiß ich noch. Also du bestimmst das Design, pass auf, du bestimmst das Design, weil der Minias ist viel zu unkreativ, muss ich gestehen. Und ich richte mich lieber nach dir. Ja, das ganze Teil langt ja mit einem Bohrer, oder? Jetzt mal so am Anfang. Das erste kleine Schiff langt als mit einem Bohrer, ja, ja, definitiv. Das soll ein Bohrer sein, aber es muss ein gewisses Gewicht haben. Ich erinnere mich an unsere ersten Versuche mit dem Bohrer. Ach, Herstellungskomponenten, nur 8 Stück, Mist. Da hat das Schiff ja gerüttelt in sich wie sonst noch was. Das heißt, wir müssen schon irgendwie Schmackes auf die... Ja, wir haben das seither gar nicht mehr probiert. Und es kann ja auch sein, dass sie das so ein bisschen geändert haben wieder. Wie gesagt, das hat ja rumgewackelt. Deswegen würde ich dem Schiff schon ein bisschen Volumen geben. Ich weiß halt nur nicht, inwieweit der Bohrer... ich schweiß jetzt mal den Bohrkopf fertig. Motoren 1 und ein Computer. Ja, ich fliege schon wieder zurück, Mutti. Wirklich, hätte ich mal ein bisschen aufmerksamer und würde mir merken, was das Ding will. Einen Motor. So. Das heißt, wir müssen aber im Endeffekt bei dem Design nochmal den Fuß dann... Oh, super. Den Fuß müssen wir entfernen. Ja. Absolut, absolut. Mit Rechtsklick ziehe ich es rüber und kriege dadurch die Anzahl angezeigt. Ich will immer nur eins. Ich weiß gar nicht, wie ich ein einzelnes Bauteil rübernehme. So, ich habe ordentlich Stahlplatten in der Tasche. Also das heißt, wir müssen auch darauf achten, dass wir die Klötze fertig schweißen. Weißt du nicht, dass das dann irgendwie... Ich weiß nicht, stimmt, hat das trotzdem Stabilität? Im Endeffekt kommen wir gar nicht mehr dran dann, ne? Jetzt kommen wir noch dran. Also jetzt unabhängig, ob das Ding auch vielleicht so funktioniert, würde ich doch ganz gerne... Ja, das stimmt auf jeden Fall. Eine Stahlplatte, das ist ja niedlich. Deswegen auch ein kleines Schiff, das ist sehr materialsparend. Ja, was braucht ein normaler Würfel hier für das Große? Braucht er irgendwie 20 Stahlplatten oder sowas? Oder 12? Können wir einfach mal gucken, 25. Ja, siehst du mal, da kriegen wir ja Mods das Ding hin. So, ein bisschen schweißen. Ja, ist doch schon schön, oder? Ein bisschen ja, schweißen am Abend. Damit der Bohrer auch hält. Können Teile von unten erst, obwohl die können wir von oben eventuell schweißen. Sollten wir nicht erstmal ein Cockpit reinsetzen oder passt das auf die Breite in die Mitte rein? Cockpit war 3x3, wenn ich mich noch richtig erinnere. Dann ist, das ist kein Problem. Ah, es ist 3x3, okay. Ja. Ich wollte gerade sagen, dann ist die richtige Breite in der Mitte, weil dann sollten wir jetzt vielleicht gerade mal ein Cockpit reinsetzen. Mhm. Aber erstmal schweißen wir hier fertig. Willkommen beim Stahlbausimulator. Ja, wir müssen auf jeden Fall die Innen noch fertig schweißen. Ja. Das würde mich eigentlich auch mal interessieren. Was passiert, wenn man die Blöcke nicht fertig schweißt? Ist das Ganze dann einfach wirklich total instabil oder? Glaube ich nicht. Du, ich glaube, das ist wirklich. Nur optisch, meinst du? Ich meine, es hat irgendwann mal geschrieben, man müsste das mal wirklich in einem Test machen, wie stabil ist ein ungeschweißtes Objekt, was natürlich im Endeffekt wenig Sinn machen würde. Weißt du, also wenn das dann trotzdem stabil sein sollte, dann gibt es fast keinen Sinn.
Gut, dann hier vorne fehlen auch noch drei, gell? Genau, ja. So. Dann setzen wir mal ein Cockpit. Gustav. Du hast wahrscheinlich schon längst ausgehört, wie ich dich kenne. ja. Nein, hast du nicht. Na klar. Na gut, dann setz es. Schon gut, wenn du da mich gell, so. Sollen wir uns direkt an Bohrer ransetzen? Ja, oder? Ja, so vorne dran, dass man den Bohrer im Blick hat. Ich glaube, der Abstand zum Bohrer ist natürlich... interne Panzerung. You need interne Panzerung. Yes, then you have to get some interne Panzerung. Dann get ich mal some. Some interne Panzerung. Ah, Mama, ich kann mir ja schon mal angucken, was so Gyros und so weiter. Was ein Gyros? Gyros? Oh, ich habe Hunger. Reaktor klein sollte ja ausreichen, um dieses kleine Schätzchen hier zu bewegen. Was brauchen wir denn? Eine Herstellungskomponente, die müsste ich sogar noch im Inventar haben. Was, wir brauchen Panzerglas? Brauchen wir einen kleinen oder einen großen Generator? Was meinst du? Klein. Klein langt, okay. Dann setze ich den direkt in das Cockpit. Jupp. So, und schweiß den Schweiß. Ich schweiß. So. Wobei wir da mehr als einen wahrscheinlich brauchen werden. Mehr als einen, dann mache ich drei hinter das Cockpit. Oder drei hoch. Dann könnte man die übereinander. Panzerglas, wir brauchen hier noch mehr Panzerglas. Wie macht man denn Panzerglas? Habe ich noch nie gehört, dass es so in einem Spiel überhaupt gibt. Also. Oh, Metallgerüst. Wir brauchen noch ein Metallgerüst. Ich schweiß jetzt aber erstmal das hier fertig. Ganz klar, Moment mal, der Kater macht Terror. Er will mitspielen im Weltraum. Die Katze im Weltall. Nicht Schweine im Weltall, sondern Katze im Weltall. Da muss ich kurz mal die Tür schließen, klar, Moment. Ja, klar. Ich habe meine gerade zum Füttern rausgebracht. Ja. So, Entschuldigung. Katzen im Weltall. So, Metallgerüst, drei Stück. Dann hole ich mir Metallgerüste. Produktion, Panzerglas, da haben wir doch. Brauchen wir. Noch eins? So. Ich glaube, es waren 10, die wir brauchen. Habe ich mir nicht gemerkt, was als nächstes brauche ich, Idiot. Der Minjas! Mir hat noch jemand einen lieben Tipp gegeben. Ich habe nämlich immer hier mit Shift-Click und sowas Sachen eingelagert. Bei mir auch. Ja? Wie bitte? Ach, man braucht als erstes noch einen Motor. Egal, erstmal Energie aufladen. Hab ich. Also Motoren habe ich einstecken. Lass mich das, ich will nur kurz meinen Akku. Ja, ich auch. Und zwar muss man einfach zweimal Linksklick, also einen Doppel-Linksklick und dann packst du das komplette um. Sozusagen. Ach, den kompletten Stack. Also ich muss nicht mit, ich habe ja mit Shift-Linksklick und dann hier immer 100-weise genau. Oder sowas. Okay, Doppelklick. Gut zu wissen. Doppel und, ja, mein macht Sinn, aber ich habe auch nicht dran gedacht. Dann schweiß ich mal kurz hier. Ich habe keinen Motor dabei. Okay, ich habe keinen Motor dabei. Dann kann ich dir direkt sagen, was wir noch brauchen. Ja, genau. Mach das und ich packe mal ganz Anzeigen. Kurz. Moment, ich packe mal ganz kurz die Stahlrohre aus. Jo. Herstellungskomponenten Stahlplatten lasse ich mal drin. Was? 5 Anzeigen. Also ein Motor, 5 Anzeigen. Ja, Moment. 5, ja. 15 Computer. 15 Computer, das ist ja ein Hightech-Gerät, dieses Cockpit. Das ist ja Technik. So, 15 confirm, ja. Und noch 3 interne Panzerungen. Da haben wir schon einen Teil von. Wie sehen die aus? Anzeigemasse, Stahlplatten, Stahlrohr, interne Panzerungen. Nehmen wir 10 mit, komm. Die ist ja heute im Angebot. Sollte man zuschlagen. So, das war's? Das war's, genau. Gut, dann. Wow. Ich stelle mich aber auf den Kopf. Ist ja egal hier im Weltraum. Ein Motor. Okay, ich hole dann mal einen Motor. War das nicht das erste, was gefehlt hat? Genau. Komm, ich also nehme 2 Problem. Motoren mit. Einfach nur einen Ersatzmotor, weil der erste vielleicht dead on arrival ist, also tot bei Ausliefern. So. Wow. Ich gebe immer zu viel Gas. Jetzt geht mir auch noch so. Aber es wird. So, die Seiten sind so ein bisschen wie so Scheuklappen. Ich weiß nicht, ob wir das nicht abbauen sollten. Achso, ja, du meinst hier vorne ums Cockpit rum. Das kann natürlich sein. Ja, das könnte man wahrscheinlich schon mal wegmachen. Nicht aber generell wollte ich halt das wie so eine Röhre machen, dass es so rund geht, auch nach unten hin. Dass du einfach möglichst wenig Angriffsfläche hast, wenn du mit Bohrer durch irgendwo reinbohrst.
Ja, das stimmt. Stimmt, du hast recht. Also, ja, ich weiß, was du meinst. Aber da müssten wir sowieso, der Bohrer sitzt jetzt eigentlich, wir müssen unten drunter noch was bauen. Das heißt, wir müssen auch das Fahrwerk so ein bisschen, weißt du, dass es Genau, mehr so genau. mittig alles ist. Ich brauche hier Metallgerüste. Und, ne, habe ich ja. Was habe ich eben gebraucht? Es kann jetzt nicht sein, dass ich das auf dem kurzen Stück vergessen habe. Oh Mann! Moment! Was Also der brauche ich für Motor, der die. ist ja mittlerweile da. Ich trigger es einfach den an, falls jetzt die Kommentare kommen. Ja, nee. Ach Mann, hier. Es sind schon wieder über 20 Minuten rum. Wir haben noch nichts geschafft. Metallgerüste. Na, angefangen haben wir. Ach, jetzt. Hätte nur schweißen müssen. Ich hatte Metallgerüste. Reaktorkomponenten. Da schweiße ich aber meist dann rechts fertig. Wir haben angefangen. Ich meine, wir haben schon mal grundlegend Erfahrung gemacht im Umparken von Raumschiffen. Wir haben eine kleine Grundform gesetzt. Wir Genau. werden jetzt gerade. Ich will aber noch bitte die Reaktoren fertig machen in dieser Folge. Das heißt, wir brauchen noch Reaktorkomponenten und zwei Motoren. Motoren für einen Reaktor. Ist ja auch ein bisschen, oder? Kann man mal machen. Haben wir übrigens nur 37, also ich mach mal 7 rein. Ich weiß nicht, ob wir das Schiff, was wir letztes Mal gekapert hatten, schon komplett ausgeräumt haben. Was brauche ich nochmal? Kannst du mal kurz schweißen an dem Cockpit und mir sagen, was da noch fehlt? An dem Cockpit gar nichts, aber du meinst wahrscheinlich die Reaktoren. Das Reaktor, die Reaktoren, ja, Entschuldigung. Reaktorkomponenten, Computer, Triebwerke, genau, das war's. Reaktorkomponente haben wir gar nicht. Das stimmt, die müsstest du einfach. Ja gut, dann war's das für heute. Reaktorkomponenten sind wir nämlich nicht. Wir müssen Reaktorenkomponenten in die. Da, Reaktorkomponenten. 2, 3, 4. Das geht, das macht so und fertig. Ja, das geht im Schlott. Wo ist das jetzt drin? Ach so, da muss ich jetzt ins Kontrollfeld. Ne, wie komme ich denn? Muss ich echt an den. Ach so, weil das noch nicht umgeschichtet wird. Das heißt, ich muss an den Assembler, um den Quatsch rauszuholen. Genau, das wird irgendwie noch nicht umgeschichtet. Moment, ich habe irgendwas Falsches gedrückt. Also die Sachen aus der So, Raffinerie jetzt. gehen direkt in den Sampler, aber vom Assembler geht es noch nicht automatisch weiter. Das ist wirklich blöd. Also da wird Zeit, dass diese Förderbänder kommen, was auch angesprochen hatten. Ja. Doch, die würden echt Sinn machen und einiges Und 10 erleichtern. Computer. 10 Computer, also ihr seht, das ist ein einziges Hin und Her und das wollt ihr euch ja nicht, sicherlich nicht länger angucken. Wir brauchen jetzt noch 30 Computer. Wir werden jetzt noch ein bisschen weiterbauen an dem Schiffchen. Es wird schon wieder abgebaut, das, was wir gerade gebaut haben, aber wir sind auf dem Weg der Besserung. Wenn euch diese kurze, auch recht unproduktive Folge gefallen hat, schick sieht's aus, dann sehen wir uns zum nächsten Teil wieder. Lasst uns einen Daumen hoch da und schreibt eure Meinung wie immer in die Kommentare. Wir sehen uns zum nächsten Teil wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao.